Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty World War II, Libération. Août 1944. Ça y est, on y est. Nous allons libérer Paris. La deuxième blindée française et la quatrième d'infanterie américaine arrivent à l'aube. Cela veut dire qu'on va bouger ce soir. Sur ce, bon visionnage. Ça fait une semaine qu'on a démoli ce train. On est au beau milieu de Paris et on travaille avec la résistance. Rousseau et Crollet veulent saboter les structures de l'occupant. Ce qui veut dire frapper l'ennemi en plein cœur. Grâce aux documents qu'on a trouvés dans le train, Rousseau et moi, nous allons nous faire passer pour des nazis pour infiltrer la garnison. Par ici, messieurs. Cette caserne est dirigée par le SS und Polizeiführer Heinrich. Il n'a pas pu me capturer. Il a pris mes parents, puis mon mari, et enfin, mon fils. Cette nuit, l'ensemble de nos pertes, l'ensemble de nos combats, aura un sens. Cette nuit, nous reprenons la ville. La caserne. Notre contact sur place nous fournira les explosifs. Quand nous aurons fait sauter le portail, ce sera à vous de jouer. Nous comptons sur vous. Ok, les gars. On se prépare. Les Boches vont pas se laisser faire comme ça. Si on peut survivre à Pearson, je pense qu'on peut tout affronter. J'ai combattu à ses côtés à Kasserine. C'est un exemple de courage. C'est bientôt fini, mes amis. Mais d'abord, il faut prendre des risques. C'est parti. Qu'un contrôle. Enfoiré nazi. Ok, on s'en va, on s'en va. Ce cauchemar sera bientôt fini. Si on vous arrête, il faut absolument que votre histoire tienne la route. Revoyons ça encore une fois. Vous êtes Gerda Schneider, attachée militaire. Herr Spiegel des renseignements vous envoie pour organiser l'évacuation de Heinrich vers Berlin. Prenez bien le temps d'étudier le dossier. C'est notre seule chance. Recruter notre taupe nous a coûté très cher. Vous devez le retrouver et échanger votre mallette avec la sienne. Normalement, il aura les explosifs pour faire sauter les portes. Vous vous en faites trop, Major. Oui, mais c'est mon boulot. Je vous retrouve devant la garnison une fois l'opération terminée. Qui vous envoie ? Herr Spiegel. Bien. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez fait l'échange, vous devez absolument garder la mallette en permanence avec vous. Après ce que j'ai vécu, je suis bien déterminée à aller jusqu'au bout. Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs?
Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. N'oubliez pas, votre contact s'appelle Fischer. Il porte un uniforme d'officier gris. Quel est le mot de passe ? Verlaine. Bonne chance. Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sprechen? Sie können die Hintertreppe nehmen. Sonst landet man ganz schnell im Gefängnis. Für wen arbeitet sie? Ich kann Paris sagen, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Ich kann das französische Essen nicht mehr sehen. Das würde ich für eine ordentliche Bratwurst geben. Mann, jetzt habe ich Hunger. Und von dem sogenannten Bier wollen wir erst gar nicht reden. Wer ist diese Frau? Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Aber wir dürfen das auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so viel. Kennen Sie zufälligerweise Verlaines Gedicht, das Herbstlied? Eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Berlin aufgewachsen. Ihre Papiere sagen etwas anderes. Erst eine komische Frage über ein Gedicht und jetzt das. Kommen Sie mit, das klären wir. Verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Weißt du, was sie hier will? Wir waren letzte Nacht auf Patrouille und sind nicht zurück. Von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja, er meint, dass er ein Mädchen schreiben würde, aber ich habe ihn vergangenen Jahr nur 5 oder 6 bekommen. Wo ist das Dokument? Im letzten Jahr ist er nicht. Am Empfang liegt ein Zugfahrer. Weißt du, was sie hier will? Entschuldigen Sie bitte. Ah. Brauchen Sie irgendwas? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Kennst du sie? Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Johann! Du weißt doch, er braucht seine.
Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Nehmen Sie so viele Gefangene wie möglich. Verstanden. Wir schnappen sicher genug, um unsere Befragung weiterzuführen. Ja, ne, unter das Treppenhaus ist nur für Autorisierte. Bleiben Sie stehen und zeigen Sie Ihre Papiere. Sollte alles in Ordnung sein? Sie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich, der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppe nehmen. Herr Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. Ich werde den Rest meines Lebens diese Schreiben hier nicht vergessen können. Die Schreibtische für Assistenten sind hinter Ihnen. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Aber es muss doch auch ein paar anständige Französinnen geben, die verstanden haben, dass wir gewonnen haben. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Nach einer weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, ich habe. Entschuldigen Sie bitte Woche die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Und sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Sie sollten umgehend diese Berichte lesen. Il faut faire vite. Vous êtes prêt à faire l'échange? Non, il est trop tôt. Et je dois partir en réunion. Les explosifs seront dans une mallette comme la vôtre. Nous ferons l'échange en salle d'opération. Passez devant. Non, il me surveille. Vous devez vous infiltrer dans le bureau d'Heinrich au troisième étage. De là, vous pourrez traverser l'aile nord et éviter les contrôles. On ne doit pas nous voir ensemble. Partez, rendez-vous en salle d'opération. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben?
Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe von Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht, Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English. For as you know, I'm sure, practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh. Or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Was soll die Aufregung? Das ist doch lächerlich. Nein, das kann nicht stimmen. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor! Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Was heißt für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt!
Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde schon überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! Vous ne me décevez jamais. On a un problème. Ils sont tous en état d'alerte. Ils ont capturé notre contact. Vous avez fait l'échange? Oui, j'ai les explosifs. Alors on change rien. On se retrouve dans la cour, une fois les charges posées. Je dois me faire discrète. Maintenant, c'est à vous et vos hommes de jouer, Daniels. Il y a un truc qui cloche. On devrait y aller. Tirez pas avant qu'on ait explosé la porte. Soyez prêts. Faites-en la peau! Allons-y, les gars.
Les Boches vont pas se laisser faire. Tiens, Daniette! Repoussez-les! Va, allez! Accroche-toi, l'ami! Chef, des munitions! Tiens, Daniette! Où ça, sergent? Michel, allez, 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 allez,
wär's sick, Chef. Ja, dann jetzt! Justus, guck nicht vor! War doch klar! Daniel. J'ai besoin d'aide! Prends-les! Tiens, Daniel! C'est pas encore fini. Les Allemands vont bientôt pour établir nos défenses. Suivez-moi. Des Boches à l'intérieur, on doit les éliminer! Entdeckung, los, los! Tenez, prenez ça. Rousseau, lancez un fumigène! Nettoyez l'entrée et bouclez le bâtiment! Leur renfort arrive pour bientôt. Très bien, faites-le! Trousse de secours! Il faut préparer les défenses! Les Allemands seront bientôt là, on les verra arriver d'ici. S'ils s'approchent, on balance des molotovs. La ville tout entière s'est soulevée, on y est presque! Ils balancent des fumigènes dans la rue! Et voilà! Daniel, vise le chauffeur! Pour tous les autres, attends qu'ils soient à portée! Des mitrailleuses! Tu les éloignes du pont!
tente une percée, faut que tu prennes ces molotovs. Donne-moi une grenade. Très bon travail, les gars. Très bon travail. On l'a fait. Les forces de De Gaulle entrent dans la ville. On dirait bien qu'on aura du champagne et du caviar, finalement. Hé, hey Daniel, tu penses qu'on va trouver une jolie jeune fille qui rêve d'un beau GI ? Désolé, l'ami. C'était seulement pour te motiver. C'est maintenant qu'il me le dit. La ville lumière. Enfin, voilà une bonne raison de faire la fête, hein, Crowley ? On peut plus reculer. La France a repris Paris. C'est pas encore fini. La guerre continue. Oh, allez, Pearson, laissez-les s'amuser. Ah, ça, c'est le rôle de Turner. J'oublierai jamais la prise de la caserne et la libération de Paris. Je crois même avoir vu Pearson sourire. Nous allons profiter de cet avantage pour avancer jusqu'au Rhin. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!